So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Battlefield 3 auf meinem Kanal. Und warum ich das Battlefield gerade so ausgesprochen habe, ich habe keine Ahnung. Lesen wir uns mal kurz die Regeln durch. Don't play off Stinger Eagle Air Shotgun no, and no C4 on Flags, ne? Okay, die habe ich mir durchgelesen. Und ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, in meinen letzten Battlefield-Videos, wo es erst drei Stück sind, was ich schon bedauere, habe ich immer in einer schlechten Auflösung gespielt. Das habe ich jetzt herausgefunden, wie ich das ändern konnte. Und ja, ich werde jetzt erstmal kurz synchronisieren. Sniper, also warte, Pistole, Sniper, Pistole, kein Gadget, Funkfeuer. So, dann wollen wir kurz das mit kein Gadget ändern. Ein Tack. Aber ich spiele jetzt sowieso nicht auf dieser Map Sniper, weil das eigentlich sinnlos ist. Das ist eine ziemlich zugestellte Map. Und die heißt, wie heißt die eigentlich? Keine Ahnung. Und ja, ich wollte einfach mal mit euch spielen. Hier die AKSU, die nehmen wir mal. Ich gucke nur kurz, was drauf ist, damit wir nicht irgendwie spielen. Ja, von mir aus. Okay, die nehmen wir. Ich nehme heute mal jetzt kein Medizin-Ninja, sondern einfach nur was ganz Normales. Und wir werden anscheinend gespawn-trapped, was ich gar nicht so schön finde. Das heißt, der Endscore wird wahrscheinlich nicht ganz so gut. Au, das hat weh. Ja, und für mich muss ich mal kurz den Ton ein bisschen leiser machen. Für euch werde ich den einfach nachbearbeiten, obwohl ich kann das eigentlich so lassen. Weil ich werde jetzt vielleicht ein bisschen lauter sprechen, ab und zu vielleicht sogar schreien. Na, schreien nicht. Aber, oh Gott. Ich werde wohl ab und zu... Oh Gott. Nicht richtig reden können. Okay, der war vollkommen daneben. Lol, da war ein Gegner. Naja. Aber irgendwie gespawntrapped werden ist nicht so schön. Auf jeden Fall wird diese Runde anscheinend nicht ganz so lange. Und ja. Wollte ich eigentlich noch irgendwas vorher sagen? Ja, wegen der Auflösung. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Also geht es immer noch weiter. Und wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, das hier ist ganz live. Deswegen habe ich auch gerade das mit dem Synchronisieren gemacht. Obwohl ich das eigentlich auch machen muss, wenn ich einen Commentary mache. Aber das hier ist ja jetzt zum Stimmabgleich. Und das sonst ist nur, damit ich einigermaßen mit dem Video zusammen reden kann. Deswegen muss man eigentlich immer synchronisieren, wenn man seine Stimme separat aufnimmt. Und ja, da sind jetzt rechts welche. Ah, da. Oh, scheiße. Er sagt auch schon scheiße. Ja. Nein. Okay, dann müssen wir einmal rumlaufen. Tyrannimo. So, tot, der erste. Oh, ich habe was freigeschaltet. Ein holographisches Visier. Ist auch mal schön. Ach, spring rüber. So. Laufen wir einmal rum. Können wir sie vielleicht überraschen? Nee, können wir nicht. So, der nächste. Läuft ja doch nicht ganz so schlecht, wenn wir gespawntrapped werden. Die Runde wird aber ziemlich schnell vorbei sein. Weil wir ja eben hier gefangen sind. Ich versuche mal jetzt zu entkommen. Was vielleicht nicht ganz so leicht wird. Naja. Und ich versuche auch einigermaßen... Oh Gott. Einigermaßen ins Mikro zu sprechen, damit die Qualität nicht schlechter wird. Und da sehe ich sozusagen die obere linke Ecke und die Map sehe ich auch nicht so richtig. Das heißt, die linke Seite ganz am Rand, die sehe ich nicht. Was eine kleine Behinderung natürlich ist. Aber ich mache jetzt hier erstmal einen auf Ninja. Ninja. Das Dumme ist, ich habe jetzt keinen Schalldämpfer mit dabei. Das heißt, ich sollte am liebsten gar nicht schießen. Auch wenn das nicht machbar ist. Kurz hinlegen, weil ich will nicht, dass das Fahrzeug mich jetzt sieht. Oder? Okay, gut. Wo ist er denn? Wo ist der Typ? Hier ist der irgendwo. Hä? Ach, hier wahrscheinlich irgendwo an der Ecke. Ne, das ist mir zu blöd. Nicht von einem Panzer getroffen werden. Lol, da ist er. Oh Gott. Ich muss jetzt erstmal hier entkommen. Und mal ein bisschen abgammeln, ne? 1% ist nicht ganz so gesund. Obwohl, der Panzer verfolgt mich nicht. Vielleicht sollte ich doch mal mich ein bisschen bewegen, wenigstens. Damit ich nicht erwischt werde. Immer in Bewegung bleiben. Das ist einer der vielen... Obwohl, nee, B, ich nehme mich nicht ein. Das ist so ungeschützt, das geht gar nicht. Ich gehe lieber zu A. Und ich hoffe, das ist auch jetzt einigermaßen schlau. Ich nehme das jetzt mit ein. Obwohl, die Runde wird ziemlich schnell jetzt vorbei sein. Na, schade, egal. Dann wird dieses Video ein bisschen kürzer. Dann mache ich nachher gleich nochmal eine Runde. Das macht es dann doch ein bisschen spannender. Gut, dass du bei mir gespawnt bist. Komm schon. Aber die sind ja jetzt alle eigentlich bei uns am Spawn, um uns zu spawntrappen. Das heißt, es wird nicht allzu schlimm werden.
Da hinten links war gerade einer, also, soweit ich das gesehen habe. Okay. Ganz in Ruhe. Und jetzt soll das ganze Team bei mir spawnen, damit wir sie von hinten überrennen können. Das ist relativ wichtig. Ne, ich gehe mal lieber. Der kommt mit dem Fahrzeug, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Springen, yay! So. Au. Jetzt B mit einnehmen. Jetzt könnte es aber gut sein, dass ich sterbe. Weil... Ach, das ist unser Jeep. Ich dachte... Ah, gut. Ich habe nämlich eben nur einfach nur ein Fahrzeug gehört. Nein! Oh, scheiße! Ich wollte gerade in den Jeep reinspringen. Jetzt habe ich euch wahrscheinlich gerade so voll geschrien, dass ihr... Ohrenkrebs jetzt habt. Naja. Hier, jemand mit einem MG, ne? Jetzt drauf. Na, ich nehme jetzt mal eine Waffe mit einem Schalldämpfer und dafür nehme ich dann... Was nehme ich denn mal? Ich nehme die G36C. Ja. Hat den Schalldämpfer schon drauf? Ja, so ist gut. Das heißt, ich spawn jetzt in dem Jeep. Ja. Und gucke, was ich hier abräumen kann an Gegnern. Nein, da ist niemand. Dort ist niemand. Und? Nein! Oh, so ein Penner. Da geht er genau hinter den Pfeiler. Wo ich ihn gerade abschießen wollte. Naja. Ich kann nichts dagegen machen. Ah, da links und hinter uns. So, tot. So, da ist noch einer. So, dann ist er, ich glaube, er ist im Haus. Nein, nein, oh, nein, nein, nein. Oh, scheiße. Ist er einmal außen rumgerannt? Das finde ich im Battlefield ziemlich scheiße, dass man keine Wiederholung hat. Ich hätte gerne gewusst, wo er längst gelaufen ist. Ach, wahrscheinlich ist er einfach aus dem Fenster gesprungen. Da kann man leider immer nur so Vermutungen anstellen. Ich gebe mal zu, was wird denn gerade eingenommen? A, verlieren wir gerade. Damit wir doch noch ein bisschen Action haben, bevor es jetzt zu Ende ist, weil, wie schon gesagt, das ist jetzt relativ schnell zu Ende. Springen! Wie viel steht's eigentlich? 4 zu 3. Naja, man kann im Battlefield nicht so Überscores reißen. Es geht natürlich schon, aber da muss man mit dem Team spielen und sowas, weil das ist ja hier mehr so ein... Braucht man ein gutes Team, um gute Scores reißen zu können. Das ist eben eine Voraussetzung. So, und da links... Und da rechts ist da einer? Nein, aber da hier um die Ecke. Dort ist doch einer. Mein Lieber. So, okay, das ging auch noch. Meine Reflexe sind anscheinend noch nicht ganz eingerostet. Okay, dort war aber ein Panzer jetzt gerade, also ein LAV. Okay, einmal hier rum und hoch und ich sage die ganze Zeit nur, was ich mache. Wenn ihr einen anderen Kommentierstil bei Battlefield oder Live-Kommentierstil haben wollt, müsst ihr mir das sagen. Weil ich mache das jetzt immer mehr so spielbezogen, damit ich mich auch ein bisschen konzentrieren kann. Weil kurz sagen, was man hier so macht, so eine Drehung, ist, macht jetzt nicht so viel Konzentration weg. Und ja, ich verabschiede mich eigentlich schon mal für so eine kurze Runde. Ich glaube, das waren jetzt 10 Minuten, wenn überhaupt. Aber geht ja auch mal, ne? Steht ja am Ende, wie viel. Ich mache auch noch den Abspann mit den Verteilung der Punkten. Punkte. Wo seid ihr denn alle? Hallo, Freunde. Ich wollte noch einen Kill machen. Komm schon. Nee, hier ist keiner, da ist auch keiner, da ist auch keiner, da ist auch keiner. Ah. Da klingt's doch gar nicht so schlecht. Und. Und. Kill. Nein, keine Ahnung. Ich habe da jetzt einfach mal nur hingeschossen, ohne irgendein richtiges Ziel zu verfolgen. Hier muss doch... Ah, da bei B ist einer gestorben. Da, da ist einer. So. Oh, scheiße. Und... Oh, Hilfe bei Kill. Leck mich. Mann, ich hasse das. Ich muss kurz nachladen. Oh, bei B. Ah, ne, das ist ein Panzer. Das ist nicht so gut. Kurz gucken, runterspringen. Und bei B ist da jetzt auch ein Typ. Oder nur der Panzer? Da hinten ist noch einer. Eins, zwei, drei. Treffer. Und. Scheiße, der war ja voll daneben. Und dann springen wir nochmal rum. Und jetzt ist das Spiel so gut wie zu Ende. 1 und 0. Ja, das war's dann. Wir gucken nochmal an, was ich freigeschaltet habe. Ja, das Visier haben wir auf jeden Fall bekommen.
bei der AKSU irgendwas, irgendwas. Und ich bin mit einer Zweierquote rausgegangen. Naja, besser als nichts. Dafür, dass wir am Anfang gespawntrapped wurden und ich dazu beigeholfen habe, dass wir uns befreit haben. Ist eine ganz schöne Runde vom taktischen Aspekt her gesehen. Und ja, nur ein paar Mini-Punkte. Ja. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich muss jetzt schnell zu meinem PC-Menü. Und ja, bis zum nächsten Mal bei der nächsten Runde Battlefield 3. Tschüss!